Hallo und herzlich willkommen auf der Lossberg zusammen mit Malte und Skipper. Moin. Moin. Hatte ich die lange Pause gerade verwirrt? Malte? Dachte schon, nachher sagt ihr, ich nehme ja mittlerweile mit OBS auf, ich glaube, das habt ihr beide noch nicht mitbekommen. Okay, nee, habe ich noch nicht mitbekommen. Auf jeden Fall hat OBS immer so eine leichte Verzögerung. Also wenn ich auf Aufnehmen drücke, ist das nicht wie bei anderen Programmen, dass der in dem Moment schon aufnimmt. Also es vergehen so 1,5 Sekunden und dann geht's erst los. Das ist bei mir auch so bei Studio. Aber es ist eigentlich qualitativ, hat sich bis jetzt noch keiner beschwert. Es ist nicht ganz so gut wie vorher. Aber es geht halt einfach leider nicht anders unter Windows 10 Creators. Das ist halt das Blöde. Ja gut, solange ich meine 720p auf mein Tablet kriege. Ja, das ist bei mir auch so, wenn man Tablet. So, was gibt's eigentlich zu tun? Ganz viel. Wie hier schon ein Betrag mit Maispflege. Genau. Ich glaube, Feld 16 wollten wir Mais legen. Sojabohnen sind eingestellt. Sojabohnen wollten wir dann auf 16 machen, glaube ich. Nee, so auf Feld 21 auf unserem Feldverbund. Da sollten Sojabohnen hin, genau. David? Ja. Hier jetzt. Aber gerade, ich habe jetzt so nichts zu tun. Wir haben nur zwei Drillmaschinen. Ja, ich schau gleich, was wir tun können. Vielleicht kaufen wir auch noch eine. Ansonsten müssen einige Felder, glaube ich, auch noch gedüngt werden. Oh, nee, du. Muss ich gleich mal schauen, welche das denn wären. Weil ich da aktuell, weiß nicht, ich habe jetzt schon länger nicht mehr, beziehungsweise zum einen haben wir jetzt so viele Felder dazu gekriegt, dass es ein bisschen unübersichtlich ist. Also du kannst eigentlich alle Felder, die noch nicht auf maximal gedüngt sind, einmal mit dem Düngerstreuer hinfahren und gucken, ob du die düngen kannst. Müsste ja eigentlich. Du, was machst du da? Sehst du da jetzt an? Also wir beide sehen gerade jeweils. Jo. Gerade mal den Ventilator ausgemacht. Ja gut, dann kann ich dabei. Ja, das ist immer das Schlimme im Sommer beim Aufnehmen, weißt du, du bist eventuell, ja, so wie heute. Gut, ich hatte jetzt gestern Brückentag, hatte mir da freigenommen. Ich hatte erzählt schon in der letzten Folge, als ich mal alleine aufgenommen habe, dass ich im Moment viel bei meiner Oma im Garten gemacht habe und dementsprechend war ich halt gestern auch wieder den ganzen Tag da. Und ja, so geht die Zeit ganz schnell rum leider. Rollrasen verlegt, richtig. Hast du mitgekriegt. Also jetzt nicht eine riesige Fläche, ja, so 30 Quadratmeter ungefähr. Ja, ich hab halt mitten in der Rasenfläche da war so ein großes rundes Beet. Und okay. Weil das halt nicht mehr so schön war, war dann wieso die Überlegung da, ob man das überhaupt nochmal schön macht oder ob man es nicht gleich wegmacht. Und da habe ich gesagt, ich mach's weg, weil dann kann ich immer schneller Rasen mähen. Weil dann kannst du halt lange Bahnen durchziehen und musst da nicht lange drum rumkurven. Ganz schön mit dem Trecker rüberbrettern. Ja, Trecker habe ich nicht. Okay. Aber. Einen handgeschobenen Rasenmäher. Immerhin schon mit so einem Antrieb. Also, du schiebst, also läufst zwar hinterher, aber immerhin hat er so einen. Also, der treibt auch die Räder an. Ach, nicht die Nagelschere? Nee, Nagelschere habe ich tatsächlich, weißt du, früher, da hat man seinen Rasen noch mit der Nagelschere geschnitten, aber heute nicht mehr. Na, keine Ahnung. Ich mäh keinen Rasen. Alles klar. Obwohl, ganz ehrlich, so eine Lely-Butterfly-Kombi oder so hier, wäre schon geil, ne? Ja. Für 5 Quadratmeter kann man das schon mal machen, ne? Jo, da reicht auch nur das Frontmähwerk. Ach Quatsch, das dauert dann ja immer noch zu lang, du. Ja, auf jeden Fall habe ich so halt schön den warmen Tag rumgekriegt, also, draußen. War ziemlich unangenehm und heute ist ja noch wärmer. Und wenn ich jetzt das Fenster auf habe und Ventilator an, das geht halt, solange du nicht aufnimmst, weil ansonsten ist es halt einfach zu laut. Stört halt dann. Also ich kann jetzt nur die Felder düngen, wo ihr gerade am Ansehen seid oder nicht gegrubbert wurden. Ja, genau. Da kannst du dann erstmal die Felder abklappern und die entsprechenden Felder dann düngen. Ja, hier wo man kriegt. Ja, düngbar sein. Das wird doch gleich mitgedüngt hier, die Maislege, das Dünger mit drin. Ja, bei mir aber zum Beispiel wieder nicht. Bei der Pferderstedt. Die kann sowas nicht. Ja, aber auch da, wo du noch nicht
Also, da wo du noch nicht angesät hast, ist noch nicht gedüngt. Ja. Ich weiß, ist noch nicht alles fertig. Wir haben auch gerade, wir sind ja quasi mitten im Durchgang gerade. Jo, jo. Irgendwie habe ich Bock auf einen neuen Drescher, das habe ich letztes Mal schon zu Olli gesagt. Vielleicht irgendwie einen kleinen Klaas oder so. Ist ja schon cool. Ein Lexion-artiges könnte man nehmen mit 7,5 Meter Schneidwerk. Ja, sowas. Das wäre gar nicht schlecht. Oder vielleicht sogar noch einen Tacken größer mit dem Schneidewerk. 9 Meter? Ja, 9 Meter ist auf manchen Feldern schon wieder ganz wertig, ne? Auch nur auf manchen. Ja. Sagt man jetzt, ich möchte auf den großen Metern machen oder ich möchte mich auf den kleinen Tod wenden? Ist immer so die Frage. Aber ein bisschen so eine kleine Steigerung sollte ja auch da sein zu unserem jetzigen, damit das auch so richtig Bock macht. Wenn wir dann schon Glas fahren. Jojo. Ja, alles nicht so einfach. Was hast du denn eigentlich so maplich, also wegen Map, so im Gedanken? Ich habe ja gesagt, dass wir nach der FarmCon, wenn der Mod-Contest vorbei ist, wechseln. Aber mal schauen, das sind ja noch 5 Wochen ungefähr, was denn da alles an Maps rauskommt. Das kannst du ja vorher noch nicht wissen. Beziehungsweise es gibt vielleicht vom einen oder anderen Mod-Team mal ein Bild. Aber, Ich hatte dir ja letztes Mal dieses eine Video da geschickt, ne? Ja, zum Beispiel das Video. Dann gibt es noch welche, die haben Bilder hochgeladen in Foren und so weiter. Aber welche Map denn wirklich einem dann live am besten gefällt, da möchte ich mich jetzt noch nicht festlegen. Das mache ich einfach, wenn es ja soweit ist. Was ist mit diesen Maps, von denen du noch nichts gesehen hast? Ja, genau. Man muss sich alle wirklich angucken und das mache ich dann auch. Ja. Ich lade mir alle runter, schau einmal durch. Vielleicht mache ich davon auch Videos. Mal schauen. Ist ja schon bald. Ja, und dann theoretisch kannst du ja so eine Umfrage machen, welche Map die Leute denn. Ja, wobei, vielleicht mache ich das auch so, dass ich quasi für mich selber eine engere Auswahl treffe, auf welche Map ich Bock hätte. Und dann lasse ich zwischen den 3 coolsten abstimmen. Haben wir irgendwo ein Frontgewicht rumstehen? Bestimmt irgendwo, entweder am Kuhstall oder am normalen Hof. Aber wo genau kann ich dir jetzt so aus dem Kopf auch nicht sagen. Ich habe jetzt gedacht, jetzt ist mein Spiel blöden gegangen. Kommt vielleicht die Krone Ultima wieder? Nicht zum Mod-Contest, du darfst der Sache nicht zweimal einreichen. Okay. Aber hoffentlich kommt die irgendwann mal, wäre halt schon geil. Okay, ja. Also du fährst jetzt gerade mit dem Düngerstreuer rum? Ja, ich suche gerade erstmal ein Gewicht, weil ohne Gewicht ist der kleine Fan so ein bisschen überfordert. Braucht ein kleines bisschen. Kleines, großes bisschen. So, musst du mal kurz was einstellen. Das große Feld hier wird jetzt auch erstmal schön Zeit kosten, sich das anzusehen. Oh klar, das dauert wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde oder so bestimmt. Aber eigentlich geht's noch, es ist jetzt auch nicht so übertrieben. Gibt noch schlimmere. Gewichte. Haben wir irgendwo noch gar nichts? Hinten fällt für uns, was nur gegrubbert ist. Ja. Eigentlich müsste doch alles fertig sein zum Ansehen. Nicht so ganz. Aber viele Sachen sind fertig. 35, 36 und 34, die müssen noch alle gemacht werden. Da werde ich mich jetzt gleich mal auf den Weg machen. Also, Malte, keine Angst, ich habe auch noch hier eine Menge zu drillen. Das ist nicht so, dass du jetzt der Einzelkämpfer bist, der alles hier säen muss. Okay. Malte, hab Angst, du bist der Einzige, der ansät. Genau, du machst gleich dann im Anschluss natürlich auch noch Feld 16, ne? Auch mit der kleinen Maisdrille. Weil alles andere wird ja keinen Spaß machen. Na, geht dann ja sonst zu schnell mit der 15 Meter Kontrolle. Ja, kann man das gar nicht genießen, wenn es zu schnell geht. Ja. Das muss ja
Es muss ja dauern. So, ich glaube, ich mache nochmal ein Weizenfeld. Habe ich mir gerade so überlegt. Weil so ein bisschen, wir haben echt wenig Weizen. Weizen haben wir echt am wenigsten im Lager. Dementsprechend. Ja, dann muss das voll werden. Genau, dann machen wir das nämlich voll und dann gilt die übliche Strategie: 100.000 müssen rein ins Silo, was drüber ist, wird verkauft. Und die 100.000 sind quasi immer unser Backup für den Fall, dass irgendwann eines Tages an einem schönen Tag mal eine Nachfrage kommt, dass wir dann sagen können: Ha, jetzt können wir verkaufen. Für den Fall, dass. Ja. Dieser Fall jemals eintritt. Ich bin generell, also das ist auch noch so eine Geschichte. Ich bin so unentschlossen, wie es denn weitergeht dann auf einer neuen Map. Soll ich hingehen und vielleicht wirklich mit Alterman starten? Aber ich muss mal schauen, ob ich da überhaupt das Richtige finde. Dann ist das zweite Problem, man hat es ja mittlerweile mitbekommen, im LS ist nicht mehr alles so einfach. Das wird lange, lange, lange dauern, bis wir von den Alterman wieder weg sind. Ist das vielleicht dann ein bisschen zu viel, Oldtimer? Das sind so die Probleme, die man sich da einfach stellen muss. So. Vielleicht ja eher, es soll ja hier dieser Youngtimer-Dingsbums kommen. Der Youngtimer-Contest? Ja. Dass man ja, da aber sagt, das ist okay. Auch wieder so eine typische Klasse. Dadurch, dass die Sachen jetzt, also sowas wie der 1455, der Agro-Star, standardmäßig im Spiel ist, was ultra geil ist, nebenbei gesagt. Also ich find's cool. Aber dadurch, dass das jetzt, sage ich mal, der günstige Einstieg traktorenmäßig ist, an Traktoren, die schon ein bisschen was können, nimmt halt jeder die am Start. Da habe ich halt auch wieder nicht so Bock drauf. Gut, ich meinte jetzt aber nicht so diese, sondern es gibt ja auch noch irgendwie Schlüter, Hürlimann, was noch? Hürlimann habe ich sogar keinen Bock drauf, den finde ich nicht so schön. Ja. Ja, jetzt nicht der Hürlimann, hier dieser 15er Landwehr. Der. Ja. Aber dann geht's zum Beispiel weiter. Was macht man denn? Man könnte ja auch hingehen und sagen, ich starte mit einem kleinen MF und einem 300er Vario. Ist natürlich auch schon klein. Also viel mehr als 3 Meter Equipment bewegst du damit nicht. Nee. Aber dafür bist du halt sofort modern. Das ist die Frage. Ja, oder du sagst, ich starte direkt ein bisschen größer und starte mit einem Puma und einem 724. Oder eine MF-Serie, eine mittleren. Da gibt es so viele Möglichkeiten, wie man spielen kann. Dann ist die Frage, starten wir vielleicht mit Tieren, so wie hier, mit unseren 50 Kühen? Starten wir vielleicht mit Schweinen, mit Kühen, mit Schafen und überall schon was drin? So nach dem Motto, halt überall schon, was weiß ich, 50 Schafe, 50 Kühe, 50 Schweine. Mhm. Das wäre vielleicht auch mal eine Überlegung wert. Ja. Weil das Problem ist, man muss sich am Anfang doch schon relativ viel geben, finde ich, für das Let's Play mittlerweile. Früher war eigentlich so mein klassischer Anfang im LS13 und so und auch im LS15. Man hatte 2 bis 3 Felder, dadurch hatte man schon ein bisschen Abwechslung, ein bisschen Fläche und dann halt ganz kleines Equipment um die 100 PS oder so. So konnte man damals immer gut starten. Aber jetzt ist es einfach, ist der Weg nach oben einfach so viel länger geworden, dass man sich überlegen muss, ob man das nicht abkürzt, ob man nicht hingeht und wirklich auch, so wie wir das jetzt gemacht haben, dadurch, dass wir jetzt Felder geschenkt bekommen haben, haben wir uns ja das Felderkaufen an sich gespart. Also wir werden jetzt in nächster Zeit kein Geld für Felder einplanen müssen. Das wäre auch eine interessante Überlegung, die man machen könnte, dass man hingeht und direkt mit 6 oder 7 großen Feldern, also groß, ich sag mal, mit Feldern startet, dass man erstmal 100 Folgen lang kein Feld mehr kaufen muss, weil man halt feldermäßig bestens versorgt, wie es ist. Ja. Aber dadurch nimmst du halt das wieder irgendwo weg, dass du durch ein Feld auch irgendwo neue Abwechslung reinkriegst, dass du mal auf eine andere Stelle von der Map bekommst, da mal ein bisschen arbeitest. Das sind alles so Sachen. Also ich finde, dass der LS zum Let's Playen langsam ein bisschen, also früher war das echt ein bisschen einfacher, so das Ganze so ein bisschen ausgewogener zu machen und das ist halt echt die Frage, wie willst du es machen? Hätte ich jetzt, blöd genommen, hier auf dem Spielstand mit 900er Vario, der großen MF-Serie, einem großen Drescher und alles Mögliche gestartet, ich glaube, wir wären vom Spielfortschritt auch noch nicht viel schneller als jetzt. Einfach, weil es bleibt halt klein auf dieser Map irgendwo. Da muss man schauen, was denn da die große,
Also die Map wird auf jeden Fall ein bisschen größer als die Lostberg, weil ich habe dann doch Bock auch auf Dauer ein bisschen zu expandieren. Und ich sag mal, über die Größe, die wir jetzt am Hof haben, da brauchst du ja bei der Lostberg fast nicht drüber gehen. Mhm. Ist ja schon passendes so, Equipment. Ja, das ist halt, das sind echt schwierige Fragen, die man sich da stellt. Und vor allen Dingen, wenn du da, ich sag mal, blöd entscheidest, dann kann es halt sein, dass das Let's Play nach 50 Folgen keinen Spaß mehr macht. Ja. Andererseits kann es aber auch sein, dass du da nach 200 Folgen sitzt und immer noch keinen neuen Schlepper, noch kein neues Gerät hast, weil alles so schwierig ist. Also es wird, denke ich, auf jeden Fall ein Let's Play auf leicht. Das kannst du einfach, glaube ich, ansonsten nicht so wirklich anders machen. Von den Preisen her. Sonst brauchst du einfach so viel Spielstunden. Ich meine, ich würde gerne jeden Tag eine Stunde hochladen, aber ich habe die Zeit einfach nicht. Das funktioniert nicht. Kurz AFK, schreibt der Skipper. Ja gut, okay. Pünktlich zum Folgenende. Da würde ich sagen, machen wir mal Ende, Malte. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.